Okay. Und damit herzlich willkommen zur Folge. Keller Wrestley E03. Ich habe mal wieder ein bisschen ausprobiert und tatsächlich sieht man bestimmte Dinge nur, wenn man innerhalb von dieser Sicht ist. Wir haben jetzt ein, ja, so ein Türschild gefunden. Und dann gehen wir jetzt auch mal wieder raus aus diesem Modus. Uiuiui. Man muss tatsächlich hier so ein bisschen suchen und ich habe immer noch ein bisschen Angst, halt wegen diesen blöden Monstern in dieser Parallelwelt. So, jetzt trinken wir uns erstmal was, dann läuft das auf jeden Fall wieder. Mann, 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 Mann. So. Ja, speichern auch, aber E03. E03, okay. Haben wir eigentlich ein Inventar irgendwo? Nee, ne? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das mal nachgucken könnte, was man jetzt alles so hat. Aber ich weiß gar nicht, was es eben gewesen ist, also in der letzten Folge. So, könnte ich mal dann bitte wieder... So. Es, kommt. Wie? Was? Aber wir müssen doch... Okay, das sind unsere Aufgaben. Mit Maus 0 können wir interagieren. Space. Warte. Okay, Crouch. Tja. E03. Aber schon ganz intelligent gemacht. Muss man erstmal drauf kommen, wirklich. Aber dass man sich das dann nicht nochmal angucken kann, ist seltsam, oder? Also es wäre schon cool. War das jetzt E02 oder E03? Hab's wieder vergessen, Mist. Wir gehen jetzt einfach hier nochmal rein. Seltsam. Sehr seltsam, sehr seltsam, sehr seltsam. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier so für Türschilder sind. Ach ja, hier kommen wir gar nicht. Mann. I need a different keycard for this. Ich will hier unbedingt mal rein. So, hier, so, so. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Irgendwo muss die ja sein. Ich könnte natürlich auch in die Parallelwelt nochmal gehen. In die andere Welt, aber... Hier vielleicht? Was haben die denn hier so für Türschilder? Gar keine. Aber wer war denn das? Wrestley? Jetzt sind wir ganz oben, oder? Genau. Chelsea wollte es gerade vorlesen. Es geht leider nicht. Ich kann diese Sprache immer noch nicht. Ich sollte mir Schwedisch beibringen. I need a different keycard for this door. Tja. Es ist jetzt eine gute Frage, wie es weitergeht. Wie immer eigentlich. Komme ich hier eigentlich rein? Ah, so war das. Oder waren wir hier schon? Doch, wir waren doch hier schon drin. Doch, waren wir doch schon, oder? Muss gerade überlegen. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Mal wieder aufmachen hier alles. Ich will noch mehr Karten finden. Das wäre super. Hier. Hier. Ein Locher. Wir könnten ein Locher mitnehmen. Falls wir uns mal wehren müssen, hätten wir ein Locher. Was steht da? A plus B gleich C. Oh nein. Nee, komm, geht mal weg. Hier. Eine CD. Immerhin. Können wir leider nicht nehmen. Können wir hier irgendwas noch? Nee, ne?
Aber man sollte sich ja schon alles ganz genau angucken. Ansonsten haben wir die Arschkarte, wenn wir dann wieder irgendetwas übersehen oder dann. Ach ja, kennt das ja. Ah, so, hier. Ich mache immer irgendwie die unterste und dann die oberste auf. Eine Keycard! Für? Ich kann es gar nicht erkennen. Hallo? Es war unscharf irgendwie. Komm, komm. Ja, okay, Apexis. Level 1. Heißt Level 1 dann ja unten, oder? Also erster Stock. Können wir dann hier nicht auch mal aufmachen? Ja, klar, die Leute kommen hier gar nicht mehr raus, wenn sie einmal drin sind. Was ist das denn für ein Quatsch? Hallo? Hat sich denn sowas ausgedacht? Kann man nicht das Licht hier mal ausmachen? Boah, voll cool, dass ich jetzt eine Karte gefunden habe. Diese Pflanze sieht schon gefährlich aus, oder? Mit der Lampe da hinten, hinter. Ja, Level 1. Ich weiß nicht, wozu das Namensschild gehört. Vielleicht kann man jetzt auch bei... Ah nee, das ist Repcom. Ich wollte eigentlich mal gerne nochmal in das Büro von Teil 1 gehen und dann in die andere Welt vordringen. Vielleicht sieht man ja die Olle dann nochmal. Ja, super. Okay, dann trinken wir erstmal wieder was. Bei Level 1 gibt es bestimmt auch was zu trinken. Aber ich bin mir nicht sicher, nicht, dass wir da auf einmal dann umkippen. Also wenn nicht so gut, wir sollten uns besser vorbereiten. Am besten nehmen wir wirklich den ganzen Kaffeeautomaten mit. Und natürlich den hier. Den Automaten, dann können wir nämlich speichern und haben immer was zu trinken dabei. Das wäre super. So. Und dann hier. Namensschild. Na, ansonsten gucke ich mir die Aufnahme dann einfach nochmal an. Mache ich ja sowieso. Wenn ich das. Wenn ich das Ganze schneide. So, komm, mach hin. Wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen. Ach ja. So, und dann geht es jetzt nach unten. Ich bin ja gespannt. Unten waren wir ja noch nirgendwo. Außer am Baum. Aber wir sind nirgendwo reingekommen. Aber ich muss mir unbedingt mal, das muss doch eine Taste geben, dass man sein Inventar sieht. Dass man in seine Hosentasche hier gucken kann. So, Level 1. Ach, keine Ahnung, ey. Gucken wir einfach mal. Es funktioniert. Auch links? Jawohl. Wie geil ist das denn? Wobei, ich habe ein bisschen Angst. Euch ist klar, dass jetzt irgendwas passieren könnte, ne? Ich will doch gar nicht. Gut, dass wir gespeichert haben. Ein neuer Raum, eine neue Firma, ein neues Büro, hallo? Was? War das? Was war das? Was war das? Ich will das Licht anmachen. Scheiße. Alter, was haben die denn da mit den Rechnern gemacht? Mit den Bildschirmen, wie geil ist das denn? So soll mich bestimmt... Ah! Oh, nur ablenken von dem Roboter. Wo kommt der denn auf einmal her? Das ist so ein Saugroboter, oder? Oh, wie geil. Oh Mann, ey. Alter Schwede, hat mich das gerade erschrocken. Ich dachte, was macht das so Geräusche? Die hätten hier irgendwie ein Spiel entwickelt. Okay, das ist ja in Ordnung. Aber trotzdem, wer macht denn so einen Scheiß hier? Das ist ja so ein Bogen. So haben die ja früher hier diese Kuppeln und so gebaut. Das trägt sich dann so gegenseitig so. Ach, keine Ahnung. Mann. Okay, leer. Ob der uns irgendwas zeigen will? Aber diese Roboter sind cool. Also wie die Leute, die gar nicht wissen, was das ist wirklich so ein Saugroboter. Der weiß halt, wo er hier saugen soll oder saugt er halt überall den Boden und fährt automatisch dann auch wieder in seine Station hinein, um sich aufzuladen. Was sehr cool ist. Naja, aber so sauber putzen die nicht wirklich. Bei Galileo haben die das mal getestet. Aber ich bin einfach eine faule Person, deswegen fände ich sowas schon wieder cool. Ja, hier geht das wieder nicht mit den Schubladen. Bisschen dunkel hier, oder? So, das ist dann scheinbar hier der Serverraum wieder. Also mein Gebiet. Kann man hier irgendwie was kaputt machen? Nee, ne? Na gut, okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich würde gerne mal in den Raum hier... Das ist ein langer Gang da hinten. Gehen wir mal hier rein.
Oh Gott, wir müssen uns alles genau angucken, alles genau angucken. Aber ich finde, das macht auch den Reiz hier irgendwie aus. Man kann wirklich die Taschenlampe nicht rausholen, wenn man gerade gebückt ist. Das ist ein bisschen seltsam. Was ist das denn für ein Schrank? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sage ich auch schon. Oh mein Gott. Alter, hier ist ja alles drin. Okay, hier ist gar nichts drin, aber geiler Schrank auf jeden Fall. Guck mal hier, jetzt sind wir wirklich ganz unten. Ich habe so Angst, dass die Olle jetzt kommt. Ich habe echt Angst. Ich will auch gar nicht in die andere Welt jetzt vordringen. Ich will gar nicht. Geil. Geile Idee auf jeden Fall. Muss man den Leuten lassen. Boah, ich habe Angst, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich freue mich einfach so extrem, dass wir hier weitergekommen sind. So gemeinsam und so. So, was haben wir hier auch wieder so? Ein Experimentierraum, sage ich jetzt einfach mal. Was haben wir die hier gemacht haben? Okay, scheint leer zu sein. Hier auch so das Lötgerät wieder, oder? Zum Löten so. Ein Lötgerät zum Löten. Sehr überraschend. Ich habe so Angst, dass da jetzt eine hier drin steht. Vor allem das Krasse ist, es ist echt bis jetzt fast nichts passiert. Und überraschenderweise, und ich kann es auch nur bestätigen, also bei mir ist es genauso, haben wirklich viele in den Kommentaren geschrieben, dass sie es schon ziemlich krass finden von der Atmosphäre her und so. Und sich jedes Mal erschrecken bei jedem Geräusch. Oder wenn ich mich halt erschrecke. Obwohl halt wirklich fast nichts passiert. Es ist wirklich nur die Atmosphäre hier. Aber das Schlimme ist, wenn was passiert, dann wird es noch schlimmer, glaube ich. Hier, da ist diese Ladestation vom Roboter. Und da geht scheinbar gerade wieder ein Drucker oder kommt gerade ein Fax rein. Wobei ich mich natürlich frage, wer nachts noch faxt. Naja, Leute, die halt nachts arbeiten. So, und zur Erinnerung, es gibt da hinten ja noch ein Büro. Okay, na, okay, dann wir müssen aber jetzt erstmal wieder zurückgehen. Um zu speichern. Weil ich will jetzt, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier auf mich zukommt. Hä? Kann ich jetzt hier wieder was faxen? Boah, ich gucke mir das gleich alles in Ruhe an. Ich mache mal Licht an. Super. Speichern. Ich will speichern. Ich will speichern. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier vielleicht auch im anderen Büro speichern kann oder so. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und gehe mal zu meinem bevorzugten Speicherplatz hier. Aber wir kommen jetzt ja gleich wieder. Vielleicht können wir auch da hinten jetzt hin. Moment, das kommt, das probieren wir einfach mal aus. So viel Zeit haben wir bestimmt noch. I see you. I see you too. Aber das ist, wir brauchen eine andere Karte. Nein, es passt. Wie geil ist das denn? Ist das eine Kaffeemaschine? Nee, komm, da gehen wir wann anders rein oder nachher. Weil wir kippen jetzt jeden Moment um. Und damit ist nicht zu spaßen. Boah, jetzt haben wir ja bald alles offen. Ganz oben ist noch nicht offen. Ansonsten haben wir, glaube ich, fast schon alles. Achso, ja genau, hier geht's lang. Hier geht's lang. Komm, schnell, 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 schnell. Aber wir sollten auf jeden Fall systematisch vorgehen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Also am besten ganz rechts unten weitermachen gleich. Und wir sind am Automaten. Jetzt. Wäre blöd, wenn er jetzt umkippt, so mit der Cola noch in der Hand. So. Eine Erschöpfung. Als wenn eine Cola helfen würde, wenn man erschöpft ist. Also klar, die macht ein bisschen wach und so, aber trotzdem. Du bist ja nicht wieder richtig fit dadurch. Naja. Ich brauche auch einen Kaffee. Sonst schlafe ich gleich ein. Ich will mal wissen, was das da rechts ist. Diese Schüssel. Bestimmt einfach nur Abfall. Geräusche sind so geil, ey. Wie der Entwickler, ich stell mir das so vor, wie er in seiner Küche steht und dann seinen Kaffeeautomaten aufnimmt. Also den Sound davon. Naja. Irgendwie muss man das ja mal machen. Ja, dann, also ganz links können wir jetzt lang. Wir können wahrscheinlich auch jetzt hier rechts lang. Und hier können, rechts können wir lang und hier links können wir lang. Aber weil es ja, weil wir hier noch gar nicht alles haben, gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Gucken mal. Boah, dieser Roboter ist schon cool gemacht.
Diese nächtliche Stille einfach im Büro, das ist echt gut eingefangen. Boah, ich dachte, da hinten würde einer stehen. Aber nein, wir haben nur einfach den Notausgang aufgemacht. Müssen wir denn jetzt... Hallo? Nein! Hallo? Hallo? Ja, ich guck gerade durch meinen Körper. Scheiße. Können wir jetzt wenigstens in das Büro reingehen? Ach komm. Kann ich dein Ernst sein hier, Kollege? Are you ready? Scheiße, wir sind jetzt bestimmt sowieso tot, oder? Auf jeden Fall sehr lustig. Ja, ich glaube, damit wird dann die Folge einfach ein bisschen kürzer. Es tut mir leid, aber ihr seht ja, das Spiel aufzunehmen ist nicht immer so ganz einfach, aber Atmosphäre ist auf jeden Fall da und wir haben auf jeden Fall noch ganz viele Räume vor uns, die wir noch nicht besichtigt haben und das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von One Late Night Deadline nachholen. In dem Sinne euch eine schöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh Mann, das sieht schon geil aus.